Ja, liebe Zuschauer, also auf ein neues, vielleicht jeden Montag, diese Sendung aus Zweibrücken, in und um Zweibrücken. Und jetzt möchte ich Ihnen einen kleinen Bericht bringen von Zweibrücken gesund. Zweibrücken gesund, ja, wir hoffen, dass es so ist. Und da haben wir mal reingeschaut, denn Zweibrücker City Management und auch der Verein Gemeinsam Handel hat sich viel Mühe gemacht. Gehen Sie mal mit an einem Samstagnachmittag in die Fußgängerzone Zweibrücken gesund. Wir schauen uns um, dann gehen wir so langsam die Fußgängerzone runter, statt am Wasser, dort wird es ein bisschen ruhiger. Und dann lade ich Sie ein, ganz kurz ins Landgestüt, denn die Pferde sind ja unser Pfund, mit dem wir wuchern können. Und schon sind wir in der Fußgängerzone. Und Frau Stricker veranstaltet hier eine große Verlosung. Riesenkiste mit wirklich ganz vielen Losen. Da sind zig Lose mit drin, die Bevölkerung beteiligt sich auch. Erste Gewinn, also eine Edeka Ernsttasche mit 25 Euro Einkaufsgutschein. Prall gefüllt noch mit kleinen Überraschungen von Edeka Ernst. Das gewinnt jemand, der im Naturkostladen einkaufen war. Sie ist aus Zweibrücken. Und gewinnt diese Tasche? Ja, natürlich. Und so lässt es sich in der Fußgängerzone bei schönem Wetter natürlich gesund leben und auch für Gesundheit Reklame machen. Aber das ganze Jahr über haben wir Gesundheit und Gesundheitsangebote hier. Schlendern Sie also mal weiter mit von diesem Hort gesunden und frischen Obstes. Am Weltgesundheitstag weiter durch die Fußgängerzone, immer mal wieder eingestreut, Naturkost, Natur pur. Am Bierbrunnen, da lässt sich auch ein gutes Bier genießen und dann kommt die Zeile des guten Brots über das Café Manon zur Bäckerei Leiner. Und dann geht es zum Markt, zum Wochenmarkt. Dem Hort gesunder, natürlicher Lebensmittel und auch sonstiger Waren, Blumen und ähnliches. Auch ganz frischer Fisch. Ja, dann geht's wieder die Fußgängerzone runter und unten sehen wir das Zelt von Gemeinsam Handel. Hören wir mal an, was ja, er zu sagen hat. Was machen Sie hier? Ja, ich bin heute da für Gemeinsamhandel. Wir haben doch heute unseren Gesundheitstag in der Stadt Zweibrücken. Und da müssen wir als Händler uns auch zeigen. Ja. Und natürlich Äpfel verteilen. Ja, Herr Michel, und jetzt stellen Sie doch gerade mal selbst vor, denn wir wollen ja damit eine neue Sendereihe beginnen, die wir 20 Jahre in Zweibrücken hatten. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, diesen illustren Verein mal kurz vorzustellen. Wir haben rund 60 Mitglieder, engagierte Händler in der Stadt, die wir gemeinsam vertreten. Dinge nach vorne bringen, altbewährtes wieder aus dem Leben holen und so Samstag für Samstag in der Fußgängerzone Aktionen machen, verkaufsoffene Sonntage und, ist immer irgendwas geboten. Und jetzt kommen auch die Leute raus, Gastronomie lebt davon, also Eiskaffees werden heute gestürmt. Und dann viel Erfolg noch, denn die Fußgängerzone und die Stadt hat es nötig. Die haben es alle nötig, prima. Dankeschön. Danke auch. Wir sind für die Firma Hörgeräte Richberg da und bieten heute Schnellhörtests und eine kurze Beratung an. Das alteingesessene Reformhaus in der Fußgängerzone zeigt sich jetzt mit dem neuen Besitzer und neuen Namen Echer. Das ist natürlich eine Botschaft ganz gesunden Lebens, ganz gesunder Ernährung und Beratung. Das Sanitätshaus Speer berät über Hilfsmittel bei Verletzungen, aber auch im Alter bezüglich Rollstuhl, Krücken und aller Art von Verband. Und nun geht's zum Hallplatz, zur Hallplatzgalerie. Denn auf dem Hallplatz ist was Tolles aufgebaut, zuvor aber noch Gewürze und Kräuter, auch ja was Gesundes.
Aber zunächst über die Apotheke am Hallplatz. Dort hat man auch mitgemacht bei Zweibrücken gesund. Dann zum Hallplatz mit dem Riesenaufgebot des Arbeiter-Samariter-Bundes, der nicht nur Krankentransporte durchführt, sondern ein Riesenangebot hat, auch in der Altenbetreuung, Altenpflege. Sogar ein Letzte-Wünsche-Wagen ist aufgebaut. Schwerkranken kann damit der letzte Wunsch erfüllt werden. Aber zunächst auch zur Jugend. Der wird was mit einer großen Hüpfburg geboten. Und dann ist es erstaunlich zu sehen, was für ein Wagenpark da erforderlich ist, um eine solche Organisation und ein solches Angebot aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich auch interessant für den neuen Bürgermeister, Herrn Gauff, der sich da umschaut und anhört. Man kann immer was lernen. Das Denkmal am Hallplatz zeigt, dass früher hier mal der Viehmarkt war. Drum heißt es auch Saublacke, weil hier die Schweine an diesem Platz angeboten wurden. Ja, Zweibrücken zum Wasser. Und was ist gesunder und besser als reines Wasser, das im Schwarzbach zwar nicht immer herabkommt, aber doch in der Qualität sich gesteigert hat. Hier ließe sich was tun. Stadt am Wasser, Sport am Wasser, Gesundheit am Wasser, Gesundheitsangebote. Aber gehen wir weiter. Die nächste Attraktion hier unten am Rathaus, am Herzogplatz und Goetheplatz, ist das Landgestüt Zweibrücken. Schon Napoleon ist dieses Landgestüt aufgefallen, das mitten in der Stadt ein Hort der Ruhe ist. Wenn man dann also gesund lebend hierher kommt, da gibt es einen Themenweg, der einem entführt, entlang des Schwarzbaches bis in die Fasnerie. Da lässt sich gesund leben durch Wandern, aber auch in den Schlossgärten hier, in denen das Gestüt liegt, der Rosengarten, die Rennwiese. Ja, Pferdesport vom Feinsten, das zeigt das Landgestüt über den ganzen Winter mit tollen Veranstaltungen. Wenn andere Attraktionen der Stadt ruhen, wie zum Beispiel die Rosen oder ähnliches, dann ist hier im Gestüt was los. Ja, liebe Zuschauer, das war Zweibrücken gesund mit einem Schlenker, wie man so schön sagt, ins Landgestüt. Und da wollen wir jetzt auch bleiben, liebe Zuschauer, denn in Zweibrücken im Januar, Februar, März, wenn die Rosen noch schlafen, dann ist im Landgestüt Zweibrücken immer was los. Zu einem Galaabend, zu mehreren Veranstaltungen in unseren Hallen. Und da kommen von weit her die Gäste aus der gesamten Region, ja aus den Ländern drumherum. Und Sie werden es sehen, da ist wirklich was los. Beispielhaft gemacht, auch von der Gestütsleitung, die einzelnen Events, wie man so schön sagt, die einzelnen Veranstaltungen. Das war eine zweite Veranstaltung. Samstags war die erste bis in die Nacht und sonntags von 11 bis. Da konnten die Kinder mit Omas und Opas kommen. Und das ist etwas, wie wir unser Schwerpunkt, unser, sagen wir mal, Highlight vermarkten können. Das Pferd. Denn auch Gemeinsamhandel hat das fliegende Pferd in seinem Wappen. Auf geht's, gehen Sie mit ins Landgestüt. Heute ist was los im Landgestüt Zweibrücken. Es ist wieder mitten im Winter Pferdegala. Von außen sieht es wie leer, wie tot aus, als würde sich hier nichts tun, aber Sie sehen es. Die hübschesten Damen aus den ganzen Regionen strömen hierher. Schlangen stehen da am Eingang, um noch ein gutes Plätzchen zu erwischen. Man sieht es also hier. Da wird dann auch unser bestes Stück im Landgestüt rausgekramt. Ja, diese Kutsche fuhr
1905 mit dem Kaiser in Bitsch durch die Landschaft zum Empfang, also praktisch eine kaiserliche Kutsche, die wir eigentlich gern in einem Museum präsentieren würden und nicht irgendwo versteckt. Doch gehen Sie mit in die Halle, hier ist Stimmung. Fragen wir mal die Zuschauer, beachten Sie, unheimlich viele Kinder. So, wo kommen Sie her? Aus Fischbach bei Hofspeyer. Das ist ja ganz weit, warum kommen Sie hierher? Wegen den Kindern, die wollen es sehen. Aber da sind Sie auch gut und richtig hier. Viel ja, Spaß für danke schön. Ja, obwohl am Vorabend schon mal diese Veranstaltung war, sind jetzt, Sie sehen es, links und rechts der Halle die Tribünen besetzt und sogar unten in der Arena. Aus Landau. Ach, jetzt kriegen wir Sie mit. Ja, und warum kommen Sie da her? Weil das eine super tolle Show ist. Ja, trotzdem so weit. Trotzdem so weit, nehmen wir alle Jahre auf uns. Ja, und mit wie vielen Personen kommen Sie da? Wir Alminana. Die Alminana. Sie. Also haben wir die ganze Bagage. Die ganze Bagage. Ich hoffe, wir hatten alle eine halbwegs schneefreie und angenehme Anreise heute Morgen zu Ihnen kommen. Das ist ein richtiger Landlauer, der schon weit, weit über 100 Jahre alt ist. Und vielleicht können Sie schon ein bisschen denken. Ah, eine Runde oder okay. Ja, das machen wir. Reitet sich warm für die nächste Vorstellung. Da tut sich was. Und in einigen Stallungen bereiten sich die Schauspieler, bereiten sich die Räuber und Indianer auf die nächste Vorstellung vor. Und da zauberhaft. Noch schöner. Wie schön beleuchtet. Wir sind die Anführer der Nacht. Die Anführer der Nacht. Weil wir einen Mythos gleich reiten, wo es ist sozusagen ein Schöpfungsmythos aus Island, wo die Nacht den Tag verfolgt. Wunderbar. Das ist bei uns wir kommen Königin der Nacht. Ne? Diese zweite kleinere Halle ermöglicht es, diese großen Veranstaltungen vorzubereiten, abzureiten und sehen Sie, wie er aufsteigt. Ja, so steigt man auf, gell? Form, toll. Züchter
dieses tollen Fohlens. Die Mutter selber hat auch schon bereits einen gekürzelten Hengst hervorgebracht. Das ist nämlich Estefano PT, der auf dem Gestüt Tannenhof liegt. Ja, und das soll Ihnen vielleicht auch einmal einen kleinen Eindruck geben oder vermitteln, wie es so mit den Jüngsten überhaupt losgeht. Und dann braucht es natürlich 4, 5 Jahre, bis sie groß geworden sind, unter dem Sattel sind, ob sie da mal Dressur gehen, Springen gehen, Vielseitigkeit oder einfach nur mit ihrem Besitzer, Reiterinnen und Reiter, freizeitmäßig unterwegs sind. Ja, liebe Zuschauer, jetzt haben Sie mal gesehen, was im Landgestüt so alles los ist. Und dieses kleine Ode-Landgestüt Zweibrücken dürfen wir nicht verlieren. Sie wissen es, da gibt es ein paar Probleme. Und wenn wir Bürger mitmachen und die Gestütsleitung mit unterstützen, die nicht alle Punkte abdecken kann, wie zum Beispiel Tourismus und auch sonstige Gebietsfelder, dann könnten wir dieses erhalten und es wäre ein Anziehungspunkt für Zweibrücken. Aber wir wollen ja auch mal über unsere Grenze hinausschauen. Ja, und da schauen wir nach Frankreich, nach Lothringen.
Und wenn uns da die Spitze der nordfranzösischen Politik und des Sports empfängt, da muss was dran sein. Also, zu den Franzosen. Aujourd'hui et puis demain après-midi. Ich heiße Jean-Roch Gaillet und ich bin der Geschäftsführer vom französischen Institut und Entschuldigung für Pferd und Reiten. Sie sind willkommen mit Cadre Noir und Platz ist für Sie. Jetzt. Ja, danke schön. Et monsieur, qui êtes-vous? Eh bien, je suis Daniel Lagneau, je suis le délégué territorial pour l'IFCE au haras de Rosay-aux-Salines. Rosay-aux-Salines, ah oui, c'est haras de Rosay-aux-Salines. Voilà. Jumelé avec deux ponts, non? Absolument, oui. Oui, nous espérons ça. Non? Merci volontiers. Beaucoup, monsieur. Voilà. Sogar neben dem französischen General für Nordfrankreich und Gesamtdeutschland durfte ich als Kurier des Herzogs die französischen Reiter und Offiziere begrüßen. Welch eine Wertschätzung und Angebot der Zusammenarbeit hier besteht. Merci à ceux qui ont assuré la mise en place et les entrées des chevaux, les régisseurs de piste. Nur mit Samthandschuhen wagt man es, das Programm hier zu verfolgen. Merci de votre présence ici ce soir au Galaxy d'Amnéville. Bon retour et à bientôt. Über 10 Jahre war der Zweibrücker Gestützleiter auch der Gestützleiter unter Napoleon in Rosay-aux-Salines. Allein diese geschichtliche Grundlage bringt schon die Möglichkeit, auf neuer europäischer Basis zu einer engen Zusammenarbeit, ja zu einer gemeinsamen Präsidentschaft, deutsch-französisches Beispielsgestüt für Europa, hier unsere Stellung auch für den Erhalt der Gestüte zu betonen. Packen wir es an! Es müssen aber nicht immer Offiziere, Generale, Herzöge, Kuriere des Herzogs sein, sondern das normale Volk, die Deutschen und Franzosen, die Saarländer, Pfälzer, Elsässer und Lothringer, diesseits und jenseits der Grenze, die müssen weiter Europa bauen, aus dem Landgestüt nach Frankreich. Wollen wir es doch mal ausnahmsweise versuchen, im Frieden, die schöne Pfalz, Gott erhalt's, mit einer ganz neuen, jungen Generation von Kutschenfahrern in Erinnerung an die Kutschenfahrer um Augustinus Meyer zur Geltung. Hallo, hallo und auf nach Frankreich! Ja. Hier in Althornbach treffen sich Mühlenradwege, Wanderwege und so auch unser deutsch-französischer Kutschenweg durch herrliche Talaue bis nach Frankreich, durch das Tor nach Europa, nach Frankreich und schon über die Grenze nach Wollmünster. Schweien haben wir uns vor mehr als 30 Jahren diese wertvolle Wagen mit so viel Bürgermeister. Fein! An die Kutschenfahrer von Zweibrücken. Wir begrüßen mit Applaus Herrn Meyer und Herr Euskirchen. Da haben wir uns getroffen zur feierlichen Proklamation des deutsch-französischen Kutschenweges. Und so vermischen sich die Bilder
der vielen Kutschenfahrten, die wir vor 30 Jahren begonnen und viele Jahre hindurch durchgeführt haben, weiter Richtung Ferme de Bombach bei Robach-le-Bitsch, ein besonderes Abenteuer. Sie sind eingeladen mitzufahren, auch bei künftigen Projekten zur Beseitigung der Grenzen. Bei Weißkirch wird kurz Rast gemacht. Noch jemand Bier? Wunderbar. Prost. 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 Ja. Prost. Und er kommt von der Hauptstadt, gleich vom Bitsch. Zwischen friedlichen Bildern, zum Beispiel dieser alten Kutschenhalterei, finden wir noch Zeugen des schrecklichen Abschlachtens deutsch-französischer Bruderkriege über Jahrhunderte. Drum sind wir glücklich, dass uns Europa die Gelegenheit gegeben hat, friedlich Grenzen zu überschreiten und ein Miteinander mit den französischen Nachbarn zu pflegen. Deshalb auch der freundliche Empfang. Herzlich willkommen! Hallo! Bei diesem Bild des Pferdes übermannt uns die Erinnerung an das Zusammenleben mit den höchsten Spitzenvereinen. Die kleinen Leute schaffen das und deshalb auch richtungsweisend dieses Treffen unter deutschen und französischen Pferdefreunden. Ganz einfach. Und da begrüßen wir schon aus dem Partnergestüt Rossier-Ursalin die Kutsche von weit herangekarrt, im gemeinsamen Zusammenleben die deutsch-französische Ausfahrt vorzubereiten. In der Sattelkammer des Gestüts Rossier-Ursalin ist zu sehen, dass deutsch-französisches Zusammenleben unter einem Gestützleiter aus Zweibrücken möglich ist. Schön! Und schon hat sich eine deutsch-französische Fahrergruppe gebildet. Zum Zusammenleben mit Kutsche und Pferd. Crème de Salz, pour le cheval. Hein? Bombach, wo man sich auf die Rückfahrt vorbereitet. Im anschließenden Konzil der Pferdefreunde treffen sich Deutsche und Franzosen zu gemeinsamen Beratungen. Ich sehe das so, Herr Reuskirchen. Die Landwirtschaft auch durch die Pferde hat auch Möglichkeiten mit verschiedenen Aktionen, dass wir jetzt nach zu züchtern, jetzt nach Pfalz gehen, voilà, und umgekehrt. Es. Man kann auch auf der züchterischen Ebene auch was aufbauen. Auch kulturell, das machen ganz wir wichtig, jetzt. Ganz wichtig, ja. Auf, wir sind das europäische Volk. Bauen wir Europa in unseren Regionen grenzübergreifend in Frieden und Freundschaft, ein Beispiel für ganz Europa. Machen Sie mit, hier bei uns.